Und damit herzlich willkommen zurück zum Minecraft Let's Play. Ich hänge diese Aufnahme gleich an die andere dran. Ich habe jetzt gerade mal 4 Minuten unsere Aufnahmepause gemacht. Habe ein bisschen hier rumgeguckt, noch ein bisschen Dateien gelöscht, damit dann der Speicherplatz wieder ein bisschen frei wird. Und es ist jetzt kurz vor 10. Und die Musik geht auch gleich weiter. Wir machen sofort weiter in der Höhle. Huch. Das verstehe ich auch nicht. Wenn man Rechtsklick macht auf Zäune, dann interagiert man mit denen. Egal. Was es ist, na gut, wenn man einen Block hat, dann platziert man den natürlich. Wenn man nah genug dran steht, auch nicht. Huch, doch. Hä? Wieso denn das? Seit wann? Das ist auch ein Bug. Oh. Entdecke ich erst jetzt. Von der 172. Wenn man hier steht, an den Zaun, einen Block dran setzt, dann wird man zur Seite geschoben. Und das sollte eigentlich nicht so sein, hä? Naja. So, da würde ich mal sagen, wir gehen mal raus. So. Weil ich möchte heute auch noch ein bisschen weiterbauen und wollte nicht nur hier unten versauern, also das ist ja auch nicht der Lebenstraum. Man will natürlich immer mal Rohstoffe sammeln und so weiter, aber nicht, man muss es nicht übertreiben. Also ja, und ich denke mal, jetzt wäre es ganz gut wieder rauszugehen. Wir sind jetzt schon in der 17. Folge oder so, gell, von Staffel 4. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Weil ich hatte 8 Folgen vorher aufgenommen, jetzt habe ich nochmal 8. Und das sind zusammen laut Adam Reed 16. Und dann müsste das jetzt die 17. sein, demnach. So. Na, da. So, wieder nur noch eine Fackel. Wie schnell sie immer verbrauchen, schlimmer als... Keine Ahnung, fällt mir nichts ein. Komm, platziere ich mal eine und dann mache ich mir mal wieder gleich neue. Und Kohle braucht man wieder. Baue ich noch ein bisschen was ab. Aber Eisen gönne ich mir natürlich auch. So, Musik schon wieder vorbei, das war ja super. So. Okay. Na gut, dann gucke ich hier nochmal. Oh, ich glaube, wir kommen wieder an den Anfang langsam. Wenn wir noch Güterlohn gefunden haben, das haben wir jetzt lange nicht mehr. Wow. Komm, stirbt. Ah, jetzt hänge ich wieder ein Ding fest. Okay, da haben wir auch noch eins. Ich will hier erstmal ausleuchten. Hier scheint jetzt wieder ein größerer Höhentrakt zu sein. Weil wenn da Monster sind, dann, dann ist es meistens immer ein bisschen größer. An so kleinen Höhenzweigen spawnen gar nicht so viele. Spawnen vielleicht mal eins, aber nicht hier 4 Stück zusammen. So, guck ich mal. Ne, da ist nichts mehr. Naja, dann... Gucken wir mal hier unten. Da auch noch ausleuchten. Ich renne hier erstmal nur so ein bisschen durch. Tut mir jetzt leid, aber muss sein. Ich weiß, das ist nicht so ganz der Sinn von Höhenerkundungen. Die sollen eigentlich ein bisschen spannend sein und so weiter. Aber wir müssen es jetzt mal so machen. So. Na, da. Und dort. Und wir können das essen wieder. So, ich möchte noch jetzt doch mal wieder hoch. Langsam. Ich weiß, ich bin euch dränge auch überhaupt nicht. Und es wird auch bestimmt nicht nerven. Weil ich das ja noch gar nicht 10.000 Mal gesagt habe. Wo waren jetzt die Güterlore, die ich gesehen habe? Die hätte mich zum Ausgang führen können. Da ist sie ja. Was waren das für eine? Ist sie? Das sind 8 Kürbiskerne.
Ich weiß überhaupt nicht mehr, wo der Ausgang ist, so richtig. Zur Not grabe ich mich dann wirklich hoch. Aber das mache ich nur zur größten Not. Oder wir bauen jetzt ein Portal. Das mache ich nicht. Da haben wir noch nicht mal ein Portal oben. Also es würde uns das überhaupt nichts bringen. Ah, was sind das hier? Kann mich nicht mehr so richtig gut dran erinnern. Also muss das am Anfang gewesen sein. Da vorne haben wir auch noch eine Güterlore, wo Pferderüstung drin ist. Die ich natürlich mal wieder ignoriert habe. Weil ich habe ja so viel davon. Na gut, die findet man auch überall. Also wenn ich mal welche brauche, dann kann ich auch in Netherfestungen gucken oder so. Die sind ja wirklich überall, die Dinger. Seit 1.6 sind die eingeführt worden. Vorher gab es ja auch ein Crafting-Rezept, man konnte die stacken, aber das haben sie natürlich alles wieder entfernt. Das war mal in so ein Snapshot. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. 13W, 16B oder so, oder A. Und in 18 haben sie dann eben wieder, also Kalenderwoche 18 haben sie wieder alles entfernt. Bauen sie was auf mit dem A, schreiben es wieder um. Natürlich. So. Auf jeden Fall, gucken wir mal hier. Aber es riecht hier nach Ausgang. Ja, ja. So. Hier sind wieder diese Holzböden. Könnte auch wieder mehr sein. Was ist denn hier? Nee, das war ja, glaube ich, dann auch später. Wir entfernen uns wieder. Und wenn ich jetzt hier noch erkunde, entfernen wir uns noch viel weiter. Das ist natürlich auch immer so eine Sache. Huch! Das wollte ich jetzt nicht. Das wäre ein bisschen sinnlos gewesen. So, ich habe ja schon ein paar Schienen dabei, wenn die jetzt eh hier schon die ganze Zeit rumlungern, kann ich auch noch mal ein paar mehr mitnehmen. Einfach nur so. Vielleicht brauchen wir sie mal irgendwann, wobei ich das nicht glaube, aber hier kriegen wir sie halt kostenlos, ohne Eisen zu verschwenden. Und wir haben jetzt auch noch nicht so viel, na gut, knapp 2 Stacks und das noch, aber mehr haben wir nicht. Zu Hause haben wir, glaube ich, nur noch 2 Stück liegen. Also das, was ich jetzt dabei habe, ist eigentlich alles im Prinzip, was ich habe an Eisen. Oder habe ich die 2 Stück? Ich glaube, die habe ich zum Schwert gemacht, oder? Ach nee, das war letzte Folge, habe ich letzte Aufnahme habe ich das Schwert gemacht. Also letzte Folge, das war Folge 8 oder 7 oder sowas. Schon mal 10 Folgen her. Na gut, gucke ich hier nochmal. Alter, wie groß ist das denn noch hier einfach? Erinnert mich auch so ein bisschen wieder an Gronks Mörderhöhle damals. In Folge 700, keine Ahnung, 715 oder so. Ich glaube 704 oder so ist er rein und dann bis 720 war er dann drin. 725 ist er dann endgültig irgendwie gestorben, hat er es dann aufgegeben. Aber er hat geschworen, dass die Mörderhöhle, dass er sie besiegen wird. Mal sehen, wann das dann kommt. Ich werde es ihm mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht sieht das ja. So, auf jeden Fall, ja, das erinnert mich ja alles mal an Gronks Mörderhöhle. Damals war das auch wieder so ein großer Komplex. Na gut, eigentlich ist jedes Minensystem so groß. Nur, da war das halt damals nicht so gewöhnt, ne? Obwohl, da war ja vorher schon mal in so einer Höhle, die so riesig war. Ah, diese Mörderhöhle war echt so riesig. Die ist noch viel größer als die hier. Auf jeden Fall. Aber in meiner privaten Welt habe ich auch noch eine Höhle, da fasse ich mir auch in den Kopf. Wenn du dann mal mit NC Edit, mit Noclip reingehst oder so, und dann mal guckst, oh, 2 Diamanten, sehr geil. Wenn du da mal reinguckst mit MC Edit, da fasst dir auch am Kopf, wie riesig diese Höhle ist und was ich da alles schon erkundet habe. Und wie viele unerkundete Gänge es da vielleicht noch gibt. Habe ich natürlich jetzt noch nicht so gemacht, aber ich kann es mir denken, dass es so ist. So, das letzte, kommt das letzte Schweinefleisch, das esse ich dann nochmal. Ach, keine Schaufel mit. Sehr schlau.
Und noch eine Güterlore. Oh, Brot, das ist ja gut. Und Melonensamen. Ja, die hat Gronkh damals auch vergeblich gesucht in der einen Höhle, aber dann hat er es irgendwann gefunden, natürlich. Ja, was? Das lasse ich jetzt mal hier. Ich guck mal kurz. Wir könnten Fäden hier lassen, aber da haben wir noch nicht viel. Spinnenaugen können wir vielleicht später zum Brauen gebrauchen. Aber, na gut, die kriegen wir eigentlich auch überall. Ich lasse mal hier. Gravel schmeiß natürlich sofort wieder raus. Wo habe ich den da? Nehme ich Gold jetzt mit. So, dann hätten wir das. Sorry. Das kommt manchmal. Die Räusperer. Kann ich nicht ändern. Aber wenn man so lange labert, dann ist das ja normal. Ach, ich weiß nicht, wo ich jetzt lang soll. Hab auch irgendwie keinen Bock mehr rumzurennen, das zu suchen. Ich glaube, ja, hier sind wir, genau. Hä? Ach, das, genau. Stimmt ja. Vielleicht finde ich ihn da aus wieder zurück, aber ich glaube, das habe ich mir nicht gemerkt. Ich habe jetzt schon so viele Höhlen gesehen, dass ich mir diesen Rückwerk nicht mehr gemerkt habe. Ist mir sonst aber eigentlich nicht passiert so oft, ne? In Staffel 3 und so. Ist mir das nicht so oft passiert, dass ich mir einfach den Weg nicht merke. Huch. Na komm. Stirb und du auch. Hallo. Ja, komm, Bogen kann liegen bleiben, braucht man nicht. So. Also ich habe echt keinen Bock mehr hier drauf. Also ich kann es ja gerne so machen, dass wir irgendwann später noch mal reingehen in die Höhle. Aber bitte nicht heute. Oh. Alter. Ich kann immer versuchen, so hoch wie möglich zu kommen. Jetzt sind wir Höhe 36, das ist schon mal gut. Aber ich glaube, viel höher werden wir auch nicht kommen, ne? Ich könnte mich natürlich versuchen, hochzugraben. Oder ich könnte mich mal hier hochbauen. Ach, nicht an die Kohle. So, dann stopfen wir das ja auch mal wieder. Höhe 40 ist auf jeden Fall schon mal besser. So, ging es in einer anderen Richtung noch irgendwo hin? Also hier? Ja, da ging es auch noch lang. Und gar nicht mal so wenig. Da könnten wir rausfinden. Wir könnten, aber es muss nicht zwangsläufig sein. Hm, natürlich nicht. So, das letzte Schnitzel esse ich dann gleich. Oh, Z-Koordinat ist auch ziemlich groß. Guck mal, 1380 irgendwas. 89, 88. Sind wir schon ziemlich weit weg vom Spawnpunkt. So. So, das letzte Fleisch, das fresse ich jetzt gleich mal, ne? Aber, na komm, ich kann es jetzt schon essen. Ah, natürlich. Erstmal gleich Gravel platzieren. Ich glaube, das bringt auch nicht viel. Geht's noch weiter? Nee, ich glaube nicht. Oh. Hm.
So, weg damit. Tue ich mir hier das Essen hin. Und Kohle wollte ich ja noch mitnehmen. Stimmt ja. Sollte ich vielleicht mal machen.